Willkommen zurück zu Empyrean, dem Galactic Survival. Warum hat er so eine komische Töne, mein Computer? Ich bin irgendwie in Baulaune verfallen. Deswegen muss ich mich jetzt auch mal ein bisschen bremsen und wieder auf Aufnahme klicken. Sonst wäre ich fertig gewesen und ja. Ihr hättet denn irgendwas Fertiges gesehen und das möchte ich natürlich auch nicht. Also mache ich jetzt erstmal hier mit euch erstmal weiter. Ich muss natürlich hier und da noch ein bisschen was umsortieren, einsortieren, umbasteln, etc. Dann muss ich auch schon mal, oder dann kann ich in den dritten Constructor schon mal Stahlplatten mitlaufen lassen. Also was, was heißt Stahlplatten? Eisenblöcke, so. Was nehmen wir da von den großen? 150 Stück erstmal. Weil ich möchte ja dann doch mal ein kleines. Dann machen wir erstmal 200 Stück. Vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter mit. Du kommst auch mit hier rein, dass wir dich da mal ein bisschen mehr haben, denn. Oder dass da alles mit vertreten ist, sagen wir es mal so. Ich musste hier unten mal eine kleine Notlösung machen. Dass ich A hier rein kann und B aber auch eine Verbindung zu meinem kleinen Räumchen hier oben habe. Ja, kommst du? Bauen wir mal gleich den Fahrstuhl mit ein. So. Dann können wir nämlich, wenn wir hier oben eventuell was abernten, nämlich gleich mit hier runter gehen. Hier lang. Das will ich, würde ich gerne auch noch ein bisschen irgendwie anders gestalten hier. Ja. Muss ich so oder so aufpassen, was ich hier mache. Also muss ich einmal rausgehen und mir das Ganze mal von außen angucken. Weil das sieht da so blöde aus, sag ich mal. Da seht ihr ja schon den Überhang, da muss ich das mit verkleinern. Oder was heißt musste, hab's einfach gemacht denn. Kann man das nämlich ja auch zumachen. Und dann passt das nämlich auch so von der Optik her ein bisschen besser. Sieht zwar immer noch aus wie, ja, Betonklotz. Aber irgendwann in ein paar Jährchen soll das ja mal schöner aussehen. Wir haben ja noch Zeit. Sonst drängelt ja nichts hier. Machen wir mal das Türchen zu hier. Ja, ich baue denn den großen, baue ich denn da unten draußen. Da kann ich auch schon mal anfangen, Schubdüsen zu basteln, oder haben wir da überhaupt schon alles freigeschaltet? Das gucken wir mal jetzt gleich. Wir brauchen kleine Treibstofftanks reichen. Ich habe aber so viele Punkte, also können wir das mal ein bisschen verwursteln hier. Wir haben den Warp-Antrieb, der sieht einfach nur noch scheiße aus. Vorher mit dem Runden fand ich das besser. Aber naja, das ist nun mal halt so. Bohrer, ach so, der Bohrer. Multilafette. Das hört sich so. Stoffe frei zu legen. Achso, auch Blöcke oder Geräte zerlegen und zu reparieren. Aha. Nun weiß ich ja nicht, wie war. Dazu stehen Schaden 16, 18. Hat eine maximale Feuerrate von 300 und die hat 600 RPM. Also es ist eigentlich auch wie gesprungen, was ich da baue. Ich werde so oder so bloß die kleinen Schubdüsen bauen. Da werde ich schon genug von benötigen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann unbedingt ein Fahrwerk ranmachen muss. Pack das hier alles erstmal frei. Wir benötigen dazu aber so oder so doch ein, zwei Sachen, die hier schon mit durchrattern können. Weil die da. Wir brauchen Treibstofftanks. Und ja. Die kosten genau dasselbe. Glaube ich, hier hatte der Stahlplatten. Also die sind ja so noch deutlich teurer. Ja, und haben nur
Die haben 2,7 Kraftstoffkapazität und die haben 6er. Also nur minimal weniger. 5er, ich glaube, ihn habe ich noch. Dann nehmen wir den Generator Groß T1. Den Warp-Antrieb. Davon auch noch was. Dann brauche ich natürlich großer Raumschiffblock. Das darf ich nicht vergessen. So, eine Tür haben wir, glaube ich, noch rumliegen. Munitionskiste muss ich alles gucken. Das geht ja aber relativ schnell alles. Das wäre aber noch von Vorteil. Denn im Kühlschrank groß wäre auch von Vorteil. Schwerkraft braucht man nicht. Das haben wir alles. Ein Cockpitblock wäre noch von Vorteil. Und hier brauche ich 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wie immer 12 Stück. So, und hier machen wir mal 5. Einfach mal so. Ich kann das nämlich hier schon alles in Ruhe durchlaufen. Und ich fange hier nämlich mal an, das mal ein bisschen farblich zu gestalten. Wir machen erst grün, denn natürlich rot für die Medizin. Dann machen wir hier... Munition. Ach, in blau für die Dings. Und in... Das dafür, also was kleine Sachen sind, große Bausachen sind. Die wahrscheinlich dann auch gleich nebeneinander. So, dass ich davon jeweils zwei habe. Waffen, Munition, die ich so nicht brauche. Oder Waffen, Waffenteile. Und wer, ja, Munition brauche ich, denke ich mal, bis einen so ein Ding. Erstmal, oder? Machen wir Werkzeug und Waffen. Und Munition erstmal, ne? Weil dann können wir das nämlich hier drüben alles nämlich ausleeren. Muss ich zwar hier einmal ringsherum latschen, aber es geht ja noch. So, erstmal die Pflanzen. Denn die Dings Pflanzen brauche ich doch eigentlich ja nicht. Ich kann doch alles eigentlich hier mit drin schmeißen, oder? Ja. Packe ich sie doch hier mit drin. Habe ich da wieder... bisschen mehr, dann kann ich das nämlich Werkzeug machen. Also die Anzugsdinger kommen da hinten mit hin. Und das wird jetzt ein kleiner Spaß mit dem ganzen Sortieren, aber naja, das werden wir schon hinkriegen irgendwie. Dann machen wir hier nicht grün, sondern dann... Machen wir das so. Dann machen wir nämlich hier da die Werkzeuge rein. Hier machen wir die ganze Medizin rein. Was wir so haben. Das wollte ich groß machen mit die Blöcke, die Blöcke, die Blöcke. Kern können wir damit reinmachen. Das da. Das zähle ich als Werkzeug denn. So wie das da. Werkzeug können wir denn hier vorne mit reinschmeißen. So erstmal. Und hier hinten die schönen ganzen kleinen. Muss ich so oder so mal sehen. Dich habe ich doppelt, dich habe ich doppelt. Habe ich sogar dreifach. Muss ich zwar, denke ich mal, jetzt zweimal hin und her rennen, aber dann kann man zumindest alles einmal unten sammeln. Selbst für das, was ich nicht brauche. Weil das hatte ich, glaube ich, oben alles auch schon. Außer den Dingsboost hatte ich, glaube ich, noch nicht oben gehabt. Hier haben wir ja auch noch eine schwere Rüstung. Eine leichte Rüstung habe ich gerade an. Obwohl, die schwere Rüstung können wir auch hier unten lassen. Ich glaube, einer war mit oben geblieben. Hatte ich hier noch was in Auftrag gegeben? Ne. Sind da meine entzündeten? Ach, nur 3 Golderz. Schade. Shisha, schade.
Ja, wenn man dann doch ein paar Tage lang da in den Grindelhofen ist, dann muss man sich da dran erstmal wieder gewöhnen. Oh, das Ach, Sauerstoff habe ich ja auch noch vergessen, ey. Eine Sauerstoffkiste muss ich auch noch machen. Könnte ich auch eigentlich hier noch mit reinhauen, war? Ja. Dann machen wir denn das hier so. Machen wir hier einmal eine dunkle grüne, eine dunkle blaue und eine braune für den ganzen zu verderbenden Scheiß, sag ich mal. Weil wir brauchen ja jetzt so um da die ganze Reihe mit 45 an Dingsblöcken an Beeten zu machen. Brauche ich ja da ein bisschen mehr an Zeug. So, du bist noch groß. Du bist noch groß, du bist noch groß, du bist noch groß. Das eigentlich auch. Achso, das würde ich damit reinschmeißen. Naja. Die Frachtblöcke packen wir hier bei den normalen Sachen mit rein. Eben. So was Janisch hat eben. Kommt bei mir in die Werkzeugkiste mit rein. Da ist ein blauer Punkt dran. Ne? Achso, das ist auch groß. Klein, 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 groß. Also du da noch, du da noch, du da noch, du da noch. So, Moped möchte ich zwar ungern immer dabei haben, aber irgendwie brauche ich es dann doch mal hier und ab. Denn, kann ich das gleich hier hinten mit reinfeuern. So, dann haben wir noch Kraftstoffzellen, ein Werkzeug und Kraftstoffzellen kommen hier rein. Das Werkzeug kommt da rein und Munitions jeglicher Art kommt da rein. Können wir auch mal hier zumindest da ein bisschen Notreserve anlegen. Das Achso, O2 würde ich ja da drüben reinschmeißen denn. Können wir auch mal gleich noch mal kicken, ob wir da noch irgendwas auffüllen müssen. Ne, dazu müssen wir P drücken, dann im Hauptbereich gehen und dann das Ganze auffüllen drücken. So, und da ist dann auch schon wieder leer. Hat er bestimmt alles. Oh nein, er hat nicht alles verheizt. Das ist doch schon mal prima. Ah, dann können wir auch gleich das Wasser hier oben mit reinpacken. Und den hier schon mal mit Wasserkanister, das sind immer Zehner, also Tausender. Ach, hau doch alles durch hier, ja. Hau doch einfach alles durch. Ja, ich bin maximal aufgefüllt, das ist ja schon mal gut. Aber es fehlt bei mir noch ein bisschen. Und das dauert mir einfach viel zu lange zum Verderben. Freizeit 19. Das haben die Original 30, 40 oder sowas. Also geht es durch relativ schnell. Und vergessen hier noch wieder Zeug mitzunehmen. So, du warst glaube ich leer. Du warst leer. Du bist leer, du bist leer. Hier haben wir noch ein bisschen was an Zeug. Und hier haben wir Werkzeuge und Waffen. Schaffen wir das hier noch alles rüber. Oh, das ist immer so nervig, wenn man denn doch, aber ich fand es einfach besser nach einer gewissen Zeit dann doch wieder ein bisschen das umzubauen, sag ich mal. Vor allen Dingen, weil es ja so denk ich mir mal einfach besser ist. Aber das denke ich mal jedem selber überlassen, wie er was sieht. Ich feuere erstmal hier alles rein. Achso, scheiße. Wir haben das Sturmgewehr.
Pistolen ist ja eigentlich alles, ob es Laserpistole ist oder normale Pistole. Dann haben wir hier das Lasergewehr, Scharfschützengewehr, Raketenwerfer, Lasergewehr, Plasmakanone, Schrotflinte, Plasmakanone, Minigun, ui. Der Rest ist eigentlich Dings, wa? Aufwertungen. Haben wir noch eine. Ja. Dings werde ich aber da mal rausnehmen. Meine Notverpflegung halt. Du warst dafür nicht bestimmt gewesen. Du dafür aber. Ich werde die Notverpflegung wieder im Kühlschrank mit drin packen. Da hält sie sich denn nochmal doppelt so lange. Also bis in die Unendlichkeit. Dann nehmen wir bloß hier einer raus. Dann passt das nämlich besser. Und dann haben wir das hier eigentlich schon wieder leer geräumt. Ho. Po leer geräumt, den kann ich eigentlich mindestens ein Lüfter. Weil normalerweise müsste hier oben Sauerstoff jetzt mit drin sein. Ganz genau. Durch den unteren Lüfter. Also passt das zumindest. Also brauche ich dann halt dann doch nur einen Lüfter, um den da unten auszutauschen. Aber es sollte eigentlich, wenn ich schnell noch bin, jetzt immer noch sauerstoffdicht sein. Jo. Sollte das nämlich auch gehen. Jo. Bei der Versorgte nehme ich durch diesen kleinen Luftschacht, dann nehme ich hier oben das auch noch mit. Dann passt das nämlich alles soweit wunderbar. Müssen wir da so, so mal kicken. Dann machen wir das hier Reihe für Reihe, denke ich mal. So, 3, 4, 5, 6, 7. So. Kommen nämlich hier die schönen Betonbeter rein. Dann schaffen wir das hier zumindest wieder mal ganz kurz weg. Du und du da rein und hier oben kommt denn die ganze Munition rein. So, denke ich doch mal. Der ist ja auch am fleißig basteln. Achso, nee, der dritte. Was ja hier gewesen. Oh, 200 Stahlblöcke hat er schon noch raus. Ja, das reicht ja denn erstmal soweit. Der macht das Restliche da. Den müssen wir nur noch zusehen, dass wir da im Dings herkriegen. Ein. Ja, hier ein Producer, sag ich schon. Ein Starterblock, so. Ein Producer, na. Weiß ich jetzt auch nicht. Manchmal kann man sich viele Dinge nicht erklären. So, ich brauche ja Stahlplatten hier noch mit dazu. Ah, hier machen wir 1000. Dann kann ich ja hier eigentlich aufwerten, wa? Upgraden. Ja, zweimal Stahlplatte, zweimal Zement. Kann ich zumindest hier ein, zwei, was oben ist, zumindest mit aufwerten. Das freut mich ja eher. Das war ein Haufen. Im Arom, ja. So sieht das denn aus, aha. Stahlbetäubung. Stahlplatte fehlt. Reparieren. Da 1600 haben die jetzt denn, aha. Nee, Quatsch, 2 haben die anstatt 600. Boah, das lohnt sich ja wohl denn doch schon, ey. Sieht zwar auch nicht unbedingt schön aus, aber naja, brauchst ja nicht, wa?
muss ja nicht alles schicki sein. Habe ich da eben gerade schon wieder ein rotes Feld gesehen? Im Hintergrund, wollen die mich schon wieder angreifen? Ja, muss ich so oder so sehen, wo ich noch einen Haufen an Steine herbekomme. Oh, alle hier spielt das Werkzeug? Nein. Wenn ich muss mal denn davon da unten mal hingehen. Dann. Weil das sieht ja hier ruckzuck hier weg, das Zeug, ey. Was das für eine Geräusche sind, eher. Könnte man sich eventuell ein bisschen was Besseres erhoffen. Und das machen wir eigentlich nur, weil es schön ist, ja. Weil es mal eine andere Struktur ist. So, und dafür brauche ich aufwerten nicht verfügbar. Ja. Ich habe gedacht, das kann man jetzt nochmal auf Stahl dann ummünzen, oder geht das denn ja nicht mehr? Kann ich bloß Beton auf Stahlbeton ummünzen? Und Stahl kann ich denn nur noch zu Gefechtsstahlblöcken oder sowas dann umbauen? Scheint ja so. Mhm. Den werde ich mal nachher auch vor allen Dingen das unten ein bisschen weiter ausbreiten, sag ich mal. Weil dann kann ich da nämlich ein bisschen Stein ein bisschen mehr sammeln. Und das werde ich jetzt auch schon gleich machen, weil er wird hier noch eine ganze Weile brauchen, vor allen Dingen mit die 12 Schubdüsen. Ne? Das braucht immer erwartungsgemäß doch relativ lange. Hier habe ich noch ein bisschen an Stahlplatten fertig. Oh, und dann kann ich nämlich da noch ein bisschen auskramen, kann ich nämlich noch ein bisschen Stein sammeln. Dann können wir das nämlich alles hier wunderbar schön auf Stahlbeton ummünzen. In der Zwischenzeit will ich mal hoffen, dass das hier alles mal schön verdübt, das ganze Zeug. Ich eventuell dann nochmal ernten kann. Verfallzeit 16 Uhr, das braucht ja Ewigkeit, ne. Oder geht ja schneller, wenn ich das direkt bei mir trage, dann. Ich kann ja mal hier, ich habe ja beide 21. Dann sehe ich ja eventuell schon vorher, was denn besser kaputt geht. Das muss ich unbedingt noch dann draußen machen dann. Wieso habe ich das da denn gemacht? Ach so, weil das ja da... Das muss ich nochmal von draußen abändern, dass ich da dann noch mehr zumache. Nicht, dass ich denn da gleich einreiße alles und dann ist das alles wieder weg dann. Also das war's erstmal wieder für diese Folge. Wir sind wieder über ein Zeitlimit drüber. Aber naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also bis dann, ciao.